Jo Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video hier mit dem Jonas am Start. Ja, wir sind hier heute in der Schraubenhalle. Hier steht die Aerox. Die wird gleich getauscht gegen den Booster. Hier steht noch eine Kettensäge. Viel Unordnung hier gerade. Batterie ist noch am Laden. Der gute heimliche Mini-Kühlschrank auch am Start. Hier steht noch die Speedfight. Die hat 8,70er drauf. Ja, aber muss noch fertig zusammengebaut werden. Hier noch so einen Schienenbau machen, über das Feld zu ballern. Hier noch die Verkleidung von der Aerox. Kompressor, ne? Der gute Stunt-Riding-Schutz, ne? Gell, Jonas? Jo. Ja. Hier steht noch die Jivera Starker. Die wird auch demnächst zusammengebaut. Die Zip auch am Start. Der Gasdruck hat noch ein bisschen geknaubt, aber an sich das Ding ganz top. Hier unser guter legaler Ovi-Bomber. Das gute Quad, mit dem gehen wir auch später noch heizen. Ja. Ein Rasenmäher-Traktor mit einem platten Reifen, müssen wir auch noch reparieren. Ein Anhänger. Gehen wir mal rüber in unser gutes Schrauberlager, wo wir die ganzen Rohrerteile lagern. Hier sieht es aus wie auf einer Müllhalde. Aber das haben wir alles geschenkt bekommen. Hier liegt noch ein Aerox-Block und noch ein Minarelli-Nachbaublock, glaube ich, war das. Wer Interesse an irgendwas hat, kann sich gerne melden. Noch ein paar Auspuffe. Hier noch Unmengen an Reifen. Hier noch ein Motorblock. Auf jeden Fall. Hier liegt noch ein halbes Quad. Das wird nur noch als Zeilenspender verwendet. Hier liegt noch ein halber Porsche. Ja, ich würde sagen, ich krieg gleich die Booster. Dann geben wir euch ein Update. Aerox machen wir jetzt noch so weit zusammen, dass die ready ist für den Verkauf. Dann gehen wir später noch eine Runde Zip fahren und noch eine Runde Quad heizen. Habt ihr da Bock drauf? Hast du da Bock drauf? Ja, und hier ist unser gutes Wohnzimmer. Wir haben selber eine Couch gebaut. Ja, also dass wir auch mal ein bisschen irgendwas zocken können. Da hängt noch ein Auspuff. Ja, genau. Und hier. So Leute, die Booster ist jetzt angekommen. Uri Booster. Ist noch alles nochmal ein Stück drauf. Aber wisst ihr, was wir bald machen? Hier wird bald geschliffen. Ist soweit komplett original. Ist eine BWS, glaube ich. Ja. Gell, Jonas? Ja. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal eine Probefahrt und dann zeige ich euch mal, wie das Ding geht. So Jungs, wir machen jetzt die Probefahrt mit der Booster. Guck mal, ob das Ding aufs Hinterrad geht. Alter, der Wheelie-Profi kriegt doch echt alles gewheelt, Jungs. Heizen macht schon Spaß, Jungs. Sollen wir mal Catwalk versuchen? Ah? Alter, direkt ins Feld drin geballert. Gefährlich, Alter. Der Jonas macht schon da hinten Mucken, Alter. Aber ich will das Ding mal schleifen. So ein Kennzeichenschleifer wäre schon cool. Ja. Also, Booster, geiles Gerät. Auf jeden Fall. Ja, so Jungs, wir gehen jetzt Quad fahren. Gell, Jonas? Ja. Ja. Und ich würde sagen, dann starten wir mal das gute Gerät. Ja. Oh ja, Digga, das hört sich doch gut an. So? Ja, let's go, Jungs. Ja, Jungs! Alter, das Ding ist so geisteskrank, ich schwör's euch. Alles hier auf Privatgelände, weil ich will ja keine Probleme mit der Polizei bekommen oder sonstiges.
Aussicht, das war ehrlich schön, Jungs. Alter, sogar rückwärts einparken wird hier gelernt. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, noch kurz nach Frankreich zu fahren, an einem Sonntag, wo eigentlich nichts ist. Aber ja, ich will mal gucken, was da in Frankreich so abgeht, weil das ist ja direkt neben der Halle hier. Ich würde sagen, wir nehmen euch da jetzt einfach mal mit. Was seht ihr? Straßensperre. Ja, hier war damals schon die Grenze. Also Digga, ja, da sind schon die ganzen Franzosen unterwegs. Da will ich hin. Junge, wie unangenehm! Man sieht halt wirklich, man sieht direkt in Frankreich den Unterschied zu Deutschland. Weil guckt euch mal hier so die Häuser an. Und wenn man dann nach Deutschland fährt, Alter, ich schwöre, das ist komplett anders. Ja. Ich finde aber irgendwie, ich finde es hier sau schön. Also ich muss sagen, Frankreich sehr schön. Put this on a YouTube video? Yes! Yes? Nice! No problem! Perfect! Keine Ahnung, Digga, wo wir hinfahren. Ja, zurück. Sorry, Digga. Ah, ne. Das ist keine Supermoto. Hä? So, ich muss jetzt kurz hier die SD-Karte nochmal ein bisschen befüllen. Entleeren, weil die war zu befüllt so. Wir heizen jetzt mal weiter, Digga. Ich hatte das Gefühl, ich werde noch von irgendeinem Franzak heute überfahren, Digga, weil die alle fahren, Digga, als hätten die kein Leben. Da gucken die auch noch immer so blöd, Alter. Ich muss doch nur an die Tankstelle kommen, Digga. Ich will was essen. Was ist das hier? Das Leclerc, das so. Da ist doch eine Tankstelle, Digga, das rieche ich doch. Da sehe ich doch schon die Rollerheizer, Digga. Digga, wie kann man hier bezahlen? Alle, Münzen? Digga, ich schwöre, Frankreich, verwirrend. Tickets. Digga. Alter. Also, kannst du irgendwas denken? Ich muss jetzt halt irgendwo bezahlen. Digga, wie kann ich denn hier bezahlen? Ja, hier sind halt. Ich hab eine Karte. Guck mal, wie die Jungs steigen. Ich schwöre, ich bin verwirrt, Digga. Hä? Hast du gesehen, wie die bezahlt haben? Nee. Die bezahlt wieder hin. Was ist das? Man kann auch nur eine Karte bezahlen. Karte? Ja. Ah. Ich hab Karte. Okay. Only Karte. Only Karte. Not
they are not stationed with a physical person in this city at this time. Did you pay before you do gas in the tank? Oh, so two minutes. I have to make a card. Oh. What do you want? Yeah. What do you want? This here. Do you have any money? Yeah, I have. Okay, come with your... Ja, am besten. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. How many? Ja. How much do you need? As you have? 5 euro. Yeah. Yes, okay. Yeah. Oh. 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 Sorry. Sorry. This one? Yes. Yes. Thank you. Have a good day. Yes. Have a good day. So Jonas, jetzt haben wir schon mal getankt. Na ja, weg von dem. Polizei. Die warten da schon, Digga. Ja. Alter Jungs, ey, das ist französische Polizei. Mal sehen, ob die das nachkommen. Ich hoffe nicht. Alter, das wäre richtig gefickt. Ich habe keine Papiere mit mir.